Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir hier im Café Landmann in der Innenstadt am Universitätsring und haben unseren ersten Gast bei mir hier auf Interview. Guido, die Tanzlegende oder auch genannt, bekannt aus ATV zum Beispiel. Und eine Frage, lieber Guido, wie war denn für dich die Zeit so in Lockdown? Das aktive Thema also ist ja jetzt wegen Corona, Covid-19. Also das Schönste im Lockdown war, ich konnte mich um meine ganzen Social-Media-Sachen kümmern. Das bedeutet, ich konnte mich um mein Instagram kümmern, konnte dort laufend Beiträge posten und man konnte sich auch, und ich bin zwar nicht der Meisterkoch, aber ich habe gelernt im Lockdown, wie man am besten mit sogenannter Dosenkulinarik umgeht. Also ich habe mich damit befasst und ich habe mich auch damit befasst, Geld zu sparen, das heißt, ich habe auch weniger Geld ausgegeben. Und also viel Social Media, mich fast nur auf Social Media konzentriert, eben auf diverse Plattformen, also auch bei der neuen Plattform TikTok. Dort habe ich dann über 10.000 Abonnenten in 7 Wochen gemacht und konnte mich quasi über die Social Media Plattformen mit den Leuten draußen mehr oder weniger verständigen. Also ich bin im Lockdown nicht hinausgegangen. Das Einzige, wo ich mich hinausgetraut habe, war zum Spar. Der ist gleich bei mir um die Ecke. Und dort bin ich aber schon von Anfang an mit der Maske hingegangen, weil ich mich auch, also ich habe in jedem Menschen einen Covid-19-Menschen gesehen. Also ich hatte große Angst und habe das auch eben in meiner Social-Media-Plattform dargebracht. Und natürlich auch zusätzlich habe ich mich auch darum gekümmert. Also das war für mich das Schönste am Lockdown, dass man zu Hause sein konnte und sich auch ein bisschen auf sich selber konzentrieren und sich auch selber fokussieren und nachdenken und natürlich eben sich mit Essen beschäftigen und solche Sachen. Also man kann sagen, du hast eigentlich den Kontakt zu Außenwelt eigentlich recht gut aufrechterhalten und hast eigentlich trotzdem den Spaß gehabt mit ein bisschen an Angstgefühl. Wobei ich eins muss ich betonen, ich habe mir im Lockdown sicherlich keine Freunde gemacht. Ich habe mir auch viele Feinde geschaffen, weil ich eben die Maßnahmen, die die Regierung gestellt hat, auch in meinen Instagram-Videos und auf meinen Facebook-Videos den Leuten gesagt habe, sie sollen zu Hause bleiben. Damit schafft man sich, glaube ich, keine Freunde, wenn man den Leuten sagt, sie sollen zu Hause bleiben. Aber ich habe das ja nur gemacht, damit ich meine Abonnenten lebendig am Leben erhalte. Weil mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt einen Fan habe, der einmal einen Klick macht und einmal einen Kommentar schreibt oder einmal etwas mich abonniert. Nein, ich möchte einen Abonnenten haben, der auch lebendig ist, der atmet, isst und trinkt und auf sein Leben achtet, deswegen habe ich mich dafür eingesetzt. Das hat mir auch sehr viele negative Kommentare gebracht, dass die Leute eben sich an die Maßnahmen halten und dass sie sich auch, dass es um ihre Gesundheit geht. Also das, und noch etwas ist mir bewusst geworden im Lockdown, dass eben meine Abonnenten ja Menschen sind und keine Zahlen, Statistiken oder irgendwelche. Also es geht ums menschliche Leben. Mir ist im Lockdown auch bewusst geworden, dass es um den Menschen geht. Das heißt, das Leben des anderen. Ich sage so, ich habe das auch immer den Leuten so erklärt, wenn man zu Hause bleibt, rettet man nicht sein Leben, man rettet ein anderes Leben. Also ich rette das Leben des Nachbarn. So habe ich den Lockdown empfunden. Mhm. Und ich habe den eigentlich, um ehrlich zu sein, so schlecht war er nicht. Und das Gute, man hat auch gelernt, Geld zu sparen. Also ich bin dem Lockdown dankbar. Ich habe gelernt, wie ich mit Geld sparsamer umgehe. Ja, super. Finde ich eigentlich eine tolle Sache, eigentlich, wie du damit umgegangen bist. Und jetzt würde ich sagen, wir haben noch ein paar Fragen und ich gebe jetzt weiter an meine bezaubernde neue Moderatorin, die Jetta. Dankeschön. Da sind wir eh schon gleich beim nächsten Thema. Wie war es für dich, die finanzielle Hürde zu überwinden im Lockdown? Ja, das habe ich ja gemeint. Also die finanzielle Hürde war gut, dass die da war. Weil eigentlich konnte man aufgrund dieser finanziellen Hürde seine eigenen Kosten, die man hat, eigentlich reduzieren. Also praktisch, man hat gespart, weil man hat ja nichts gebraucht. Man braucht ja nichts da drinnen. Man braucht, wenn man in der Wohnung ist, was braucht man denn da schon? Also man braucht höchstens was Gutes zum Essen. Wollte ich gerade sagen, ein bisschen was zum Essen? Und, genau. Und aber das Negative war die Bewegung. Ich bin schon ein Mensch, der viel Bewegung und so aktiv sein möchte. Das hat mir natürlich schon gefehlt. Aber
das einzige Hauptproblem, was ich eigentlich immer gehabt habe, war, ob der Fernseher geht und ob alles funktioniert, die Elektronik und der Rest und mein Essen. Und Essen tue ich eh nicht so viel. Also ich esse eh nur maximal eine große oder zwei, drei große Speisen am Tag, wenn überhaupt. Also man tut schon mehr essen, weniger Bewegung machen und dadurch auch Geld sparen. Also das Gute an der Krise ist eigentlich, dass man sparen lernt. Also das Gute ist, dass man eigentlich lernt, wie man am besten spart. Man achtet mehr auf sein Leben und man denkt über alle Menschen nach, die in einem Umkreis sind. Also ich habe über alle Menschen auf dieser Welt nachgedacht im Lockdown. Für mich waren die Menschen um mich herum enorm wichtig. Also ich sehe die, man hat gelernt, dass es um jeden von uns gemeinsam geht. Dass es nicht um einen alleine geht, sondern auch um den Nächsten neben dir. Und auch der andere. Jeder ist, man ist gemeinsam sozusagen. Man ist gemeinsam in dieser Not. Und ich habe auch bei mir im Haus gemerkt, man hat den Leuten angemerkt, die waren schon angefressen, dass sie zu Hause sein mussten. Aber man hat es gemerkt, aber dieses Angefressen war auch was Schönes. Weil dieses gegenseitige Angefressensein ist ja wie ein Gefühl, was alle ausstrahlen. Und das ist ja wie ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und man merkt, und die Zahlen und diese Statistiken mit Toten und Intensivpatienten, also das ist schon, sage ich einmal, extrem wichtig. Weil man sieht das eigene Leben aus einer anderen Sicht als vorher. Also man hat eine andere Wertschätzung zum Leben als vorher, so würde ich das empfehlen. Das heißt, du bist grundsätzlich mit dem Handeln der Regierung zufrieden? Oder hättest du Verbesserungsvorschläge? Wenn ich ehrlich sein würde, mache ich mir jetzt sicher auch absolut keine Freunde. Also ich glaube, ich mache mir noch mehr Feinde, als ich eh schon habe. Ich bin eigentlich mit den Handeln der Regierung nicht zufrieden. Aus einem einzigen Grund. Ich bin deswegen nicht zufrieden. Ich wäre der Meinung, man hätte die Geschichte komplett beenden können, hätte man diese Maßnahmen vielleicht etwas radikaler umgesetzt. Das bedeutet vielleicht geplanter, gezielter und auch mehr Leute damit einbezogen. Also ich sage mal, man hätte es auch anders machen können, indem dass man das für den einzelnen Bürger plant. Ich hätte geplant zum Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, die Leute sind jetzt von mir aus 21 Tage zu Hause. Man setzt genau eine Tagesform an, wo die Leute sagen, sie sind jetzt 21 Tage im Lockdown. Und man tut diese 21 Tage, tut man auch die Leute versorgen. Weil mein Problem habe ich eher in der Versorgungslage gesehen. Also ich habe immer, mein Problem war eigentlich, das Essen war mein einziges Problem. Es ging mir nur um das Essen, was auf meinem Tisch liegt und um mehr ging es nicht. Und da war für mich eigentlich das, da haben wir gedacht, wenn die Regierung für jeden Bürger geschaut hätte, dass er genau in den Lockdown ausreichend Essen und Trinken hat, dann braucht er ja nur auf die Straße gehen. Da kann er ja zu Hause auch sein. Also so habe ich mir das gedacht. Das war eher mein Denken. Also eine sehr interessante Denkweise auf jeden Fall. Es hört sich jetzt sehr arg an. Also ich sage mal, eine Sardinenbüchse oder eine Sardinenbüchse oder ein Essen hat einen höheren Wert. Man glaubt gar nicht, was das Essen für einen Wert hat, wenn man ihm zu Hause ist. Und da wäre ich der Meinung, da hat die Regierung nicht gut gehandelt, weil sie hätte auf die Bürger so mehr eingehen können und hätte vielleicht sogar in den Lockdown die Supermärkte schicken können. Weil ich habe zum Beispiel nicht gut gefunden, wenn eine Kassadame draußen ist und sich gefährdet und ich bin drinnen im Lockdown. Ich hätte eher gemeint, die arme Kassadame soll genauso zu Hause sein und sich genauso schützen können wie ich. Deswegen hätte die Regierung schauen sollen, dass sie alle Leute schützt und nicht nur einen Teil, die geschützt werden können, und einen anderen nicht. So habe ich das empfunden. Das ist mein persönlicher, das war der Fehler der Regierung, dass sie auf jeden einzelnen Bürger oder auf eine Gruppe von Bürgern, die versorgen und um sich die kümmern. Das ist für mich das, was für mich wichtig ist. Und um auf dein Thema, also die Kunst, zurückzukommen, was meinst du, hat für Österreich Kultur eine Bedeutung? Also was für eine Bedeutung hat Kultur in Österreich und für Österreich? Also Kultur für Österreich und in Österreich, Kultur ist quasi, wie soll man sagen,
Kultur ist das Wichtigste, was Österreich hat. Kultur ist Österreich und Österreich ist Kultur, weil... Das hat er schön gesagt. Also ich empfinde, wir Österreicher haben diese Kultur und die sollte man auch schätzen. Das ist das wertvollste Gut, was wir Österreicher haben. Aber die Kultur ist alles. Die Kultur ist nicht nur die Kunst, das Leben ist die Kultur. So sehe ich das. Das Leben ist die Kultur, so würde ich das empfinden. Ja, super, sehr, sehr schön. Danke, 1-2. Ich übergebe wieder an den Karl. Ja, ich sage einmal Dankeschön für dein Statement und für das Interview. Und ich wünsche dir in der Zukunft noch viel Glück und viel Erfolg mit deinen Projekten. Dankeschön. Ich danke. Oh yeah.